So, wie versprochen, ich habe euch ja gesagt, der Cameo 3 schneidet auch Balsaholz. Das ist dieses ganz weiche, flexible Holz. Warum nicht einfach mal ausprobieren? Also von daher, ich habe es probiert, es klappt super. Ich habe nicht mal das Kraftmesser dafür genommen. Ich habe das ganz normale Messer genommen, das Automatikmesser. Zeige ich euch noch im Anschluss die Einstellung. Also, geht Bombe. Mein Mann hat jetzt gesagt, jetzt soll ich mir ein Haus davon bauen. Nee, einen Schuppen hast du gesagt, wa? Mhm. Ich soll mir jetzt einen Schuppen bauen. Mit der Platte Holz schneidet. Ich will ein kleines Gesichtchen aufmachen. Aber die Wangen sollen... Die sollen rosa werden. Mhm. Wie gesagt, immer schön vorsichtig das Holz ablösen von der Matte. Die Matte immer nochmal extra fixieren. Also für mehr das Holz auf der Schneidematte nochmal fixieren. Da, der das auch sieht, ist Holz. Ja, und dann geht das ganz simpel, wa? Einfach nur mal trauen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, wo hat er denn ihr kleinen süßen Bäckchen? Hier. Ja, ihr könnt da Mobilis, ihr könnt da alles von machen, also mit diesem Balsaholz. Das Balsaholz ausgesprochen? Ja. Ja. So. Wird es. Machen wir uns eine süße Wolke. Mhm. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das kenne ich. Mann, Jan, ich bin immer lieb. Natürlich. Ich hau mich nicht. Der ist böse. So. Ich mache dir jetzt eine süße, lachende Wolke. Wie find's? Das finde ich schön. Ja. Ich hoffe, die ist rosa. Dann bin ich ja sowas von glücklich. Ja, im Holzdesign, mein Lieber. Haust du mir die Uni auf den Kopf? Weiß ich noch nicht. Ich will hier drauf nicht rumrakeln, weil Balsaholz ist ja auch sehr weich, wa? So, sollte ich jetzt wirken. Hallo. Bezeichnet das Jahr zu Ende geht. Oder du trinkst einfach weniger. Wasser? Ja. Na? So. Das fetzt. Da ist er. Wie ihr seht, alles möglich. Mit dem Cameo 3 geschnitten. Mit einem ganz normalen Automatikmesser. Auf welche Stufe habt ihr geschnitten? Auf 8. Auf 8 habt ihr geschnitten, genau. Geschwindigkeit 3 und Anpressdruck, wenn ich das richtig sehe, 33. Aber das seht ihr im Video nochmal. Viel Spaß beim Basteln. Ihr macht nicht nur eine Wolke. Wir sind jetzt auch fruchtig. Meine Sorge war ja, dass er mir die Löcher der Erdbeeren hier ausschneidet. Ich meine, hier die Blätter, die kann man ja noch ranmalen. Man kann halt auch separat sich plotten. Den Blütenstängel. Aber ansonsten malt man den hier ran. Ja, das war hier so mein Fehler. Aber ist egal. War zu grob beim Abruppen. Aber wie gesagt, also der hat hier auch schön alle Löcher ausgeschnitten von dem Erdbeerchen. Gefällt mir echt gut.
Hehehehe.